Ich war weg. Ich war krank. Und heutzutage krank sein heißt ja, du bist krank und alle denken, du hast Corona oder du hast wirklich Corona. Und boy oh boy. Boy oh fucking boy. Unangenehm. Unangenehm. Aber es ist schön, wieder reden zu können. Und es ist schön, nicht mehr den ganzen Tag aufs Fieberthermometer starren zu müssen. Es ist auch schön, nicht mehr husten zu müssen. Und es ist ganz besonders schön, keine fucking Schmerzen mehr zu haben beim Atmen, beziehungsweise beim Existieren. Und das waren mit Abstand die ekelhafteste Erfahrung, die ich machen durfte, wenn es darum geht, Halsschmerzen zu haben. Sowas hatte ich noch nicht. Ich versuche das mit euch mal kurz durchzugehen, damit ihr wisst, was wie wo los war oder wie das bei mir war, wie es passiert ist und wie ich es erfahren habe. Auch sehr lustig. Sehr, sehr lustig. Erstmal, mir geht's jetzt gut. Meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Vielleicht hört man das auch. Ich huste noch ein bisschen was ab, was aber, naja, ganz normaler Montestream, wo man mal ins T-Shirt rotzt. Ich hatte vor genau 7 Tagen folgendes Problem, nämlich konnte ich nicht mehr reden. Ich konnte einfach nicht mehr sprechen. Es ging nicht. Und ich habe die schlimmsten Halsschmerzen bekommen, die ich je, also ich habe schon öfter mal Halsschmerzen gehabt, besonders wenn man viel spricht, passiert das öfter mal, dass sowas passiert, durch die Anstrengung auch. Da kann man was gegen machen, aber ich konnte einfach nicht mehr sprechen. Dann habe ich Erkältungssymptome gekriegt und ein leichtes Fieber. Dachte mir, okay, Motherfucker, no fucking way. No fucking way. Also habe ich mit der einzigen Person, mit der ich Kontakt hatte, ganz unschuldiges Gespräch geführt und gesagt, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Also, ich bin ein bisschen krank, also so ein bisschen, mir geht's nicht gut. Und hast du irgendwas? Liebe. Und die Antwort war, ja, ich hatte so ein bisschen, bisschen Erkältung, das ist aber nichts Ernstes. Und ich so, okay, und sonst irgendwen, den du kennst? Ja, bei mir zu Hause sind 2 mit Fieber. Was, schon 4 Monate? Nicht so gut. Nicht so gut. Nicht so fucking gut. Dann habe ich diesen Tweet verpasst, Treffer und versenkt und habe darüber nachgedacht, lässt du dich testen? Schön, was machst du jetzt? Ich habe nicht wirklich mit vielen Leuten Kontakt, weil ich Streamer bin. Ich verbringe den ganzen Tag am PC und streichle den Hund. Und deswegen habe ich nicht mit wirklich vielen Leuten Kontakt. Und wenn es dann mal vorkommt, ein direkter Jackpot. Vielleicht soll ich anfangen, Lotto zu spielen. Ich weiß es nicht genau. Sag du es mir. Ich koche im Sitzen, Chat. So ein Nerd bin ich. Ich koche im Sitzen. Und ich dachte also, was mache ich jetzt? Gehst du dich testen? Immer wieder gerne bei dir zu zuschauen. Wie gehst du damit um? Was sind die Empfehlungen? Sind die Symptome, also sind die Symptome krass, Krankenhaus, alles durchgegangen, alles, fucking alles. Hab ein bisschen gebraucht und nach einem Telefonat wurde mir klar, also nach einem weiteren Telefonat, wurde mir klar, Test wird wohl nichts. Also habe ich die Entscheidung getroffen, Isolation. Was verändert sich für mich? Ich habe die Hunde zu jemandem gegeben. Wir haben gesagt, Isolation. Und ich dachte, okay, was soll schon, ist ja nichts. Passiert ja nichts. Und es war ohne Stream, weil ich das wirklich, ich habe das ernst genommen, Chat. Ihr kennt das. Ich habe das letzte Mal, als ich krank war, habe ich trotzdem gestreamt und habe mich scheiße angehört. Aber ich hatte Toilettenpapier da, ich hatte Tee da. Ich bin versorgt. Das Einzige, was ich nicht hatte, ich konnte nicht streamen, weil ich genau das nicht wollte. Ich wollte mich nicht überanstrengen, ich wollte genesen, ich wollte so schnell wie möglich gesund werden, damit ich wieder voll einsteigen kann und mich nicht hier in einem Live-Feed, schön, dass du wieder da bist, jeden deine Tag Stimme als Patient gefehlt. Null deklarieren lassen. Denn das ist das, was passiert wäre, seid ehrlich, Chat. Seid ehrlich. Wie schnell wäre klar gewesen, dass in der Schweiz der Coronavirus ausgebrochen ist. Wie schnell wäre es klar gewesen? Also habe ich gechillt. Ich habe absolut nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht.
Ich habe einen Kanal gemacht, wo man nur gesehen hat, dass ich gespielt habe. Man konnte mich nicht sehen, man konnte mich nicht hören. Man hätte mich sehen können, aber hören könnte man, hätte man mich so oder so nicht, weil ich nicht reden konnte. Wenn es der Virus war, ist es dann nicht besser, dich doch meldest. Ich habe ein Telefonat geführt, wo man Daten hinterlegt hat. Aber aus diesem Telefonat wurde relativ schnell klar, dass nichts mit dem, also dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Test stattfindet. Und dann war die Aussage, ja, bleiben Sie doch zu Hause. Und ich sage, okay, das kenne ich und das kann ich. Ich habe keine Medikamente genommen, außer Halsbetäubungstabletten, Dolodobendan, Anginosan, sowas. Ganz viel Tee getrunken und ja, was muss passieren, damit man getestet wird? Man muss Fieber haben, stark, ich rede nicht von 36,5 oder 37,5 oder 38, ich rede von starkem Fieber. Man muss eine Lungenentzündung haben und man muss eine Vorerkrankung haben, also man muss in der Gefährdungsbereich sein, älter sein. Vorbelastet wegen Transplantationen irgendwie, die du hattest oder so. Und du kommst einfach sonst nicht ran. Du kommst nicht ran. Also ich hatte eine Fieber 39, starken Husten und bin Asthmatiker. Genau, du musst eine Vorerkrankung haben, du musst zur Risikogruppe zählen, du musst die Symptome aufweisen und dann wirst du getestet. Ohne Vorerkrankung und ohne diese starken Symptome, vergiss es. Ver-fucking-giss es. Und deswegen, und das kann ich euch ganz, das ist mir in der Zeit noch klarer geworden, als in der Zeit davor, Bruder, diese Infektionszahlen verfünffacht sie oder verdreifacht sie. Denn das ist das gute alte Tschernobyl-Konzept. Wir haben 24 Infizierte. Wie viel Test habt ihr? 24. Die Zahlen sind einfach viel zu niedrig. Und für die Leute, die, wenn es Leute gibt, die hart Angst haben, die Symptome und dieses, wie es ist, ist wirklich wie eine Grippe. Ich will es nicht mit der Grippe gleichstellen, weil es sich sehr lange versteckt. Aber wenn ihr jung seid, wenn ihr nicht chronisch krank seid, wenn ihr keine Raucher seid, ihr verfickten Raucher da draußen, hört sofort auf zu rauchen. Es gab nie eine bessere Zeit, als aufhören zu hören zu rauchen. Wenn ihr irgendjemanden kennt, den ihr richtig gut leiden könnt, dann sagt dem, der soll verfickt nochmal aufhören zu rauchen, Alter. Denn jetzt könnte das tatsächlich ekelhafte Konsequenzen haben. Das ist kein Witz. Raucher gehören, starke Raucher oder Raucher allgemein, je nachdem, wie sie es vertragen, gehören zu der Ich-bin-vorbelastet-Gruppe. Denn wir haben es hier wohl mit was zu tun, das auf die Lunge geht. Du Moralapostel, gleich sagst du auch noch, hört auf zu pimpern. Das wäre jetzt die beste Zeit. Ich muss euch nichts aufsagen. Ich muss euch nicht sagen, dass ihr nicht ficken sollt. Ich weiß, dass ihr nicht fickt. Ihr guckt diesen Stream gerade, es ist 18 Uhr, ihr könntet 19 Uhr, ihr könntet in Quarantäne mit einer schönen Frau sein. Ihr seid aber in Quarantäne mit eurer Mutter im Zimmer. Oder Keller. Genau das gleiche bei mir. Ich sag mal so, wenn wir es hatten, sind wir jetzt erstmal safe. Na, das ist eine sehr gefährliche Einstellung, die ich so nicht unterschreiben würde, denn ohne dir Angst machen zu wollen, natürlich ganz rational. Wir haben es hier mit einem Infekt oder einer Erkrankung zu tun, die sich in einem Maße ausbreitet, wie wir es noch nie gesehen haben. Und mit jeder Ausbreitung besteht die Gefahr, dass eine Mutation stattfindet. Das heißt, wenn eine Mutation dieses Erregers stattfindet, dann bist du überhaupt nicht immun. Dann bist du vielleicht nur ein weiteres Ziel im Weg des neuen Erregers. Deswegen würde ich das jetzt nicht sagen. Ich will aber auch keine Angst machen. Deswegen, wenn du nicht 65 Jahre alt bist, Krebs in einem sehr gefährlichen Stadium hast oder hattest oder andere Vorerkrankungen, solltest du gut wegkommen, aber man muss das auch nicht provozieren, darum bleib zu Hause. Also schlussendlich glaube ich, wir haben zwar eine sehr alte Zielgruppe, aber ich denke nicht, dass wir hier groß, also passt auf euch auf einfach, passt einfach auf euch auf, geht nicht raus, ist okay. Namend, ich finde es schade, dass du so Mainstream geworden bist. Ich finde es eigentlich ganz gut. Damit meine ich vor allem, dass du angefangen hast, andere Meinungen gegenüber nicht mehr offen zu sein und alles, was nicht deinem Vorstellungsvermögen liegt, als lächerlich abzuweisen. Ah ja. Oh Gott, bitte sag nicht, dass du einer von diesen Leon Lovelocks-Idioten bist. Ich meine Idiot bewusst, weil das idiotisch ist. Zuletzt meine ich damit offensichtlich das Thema Leon Lovelock, dass du so überheblich urteilst und sich alle auf ihn stürzen, ist so lacherhaft.
Schweinegrippe war genau die gleiche Sache, nur dass es weniger Fair-Influencer gab. Bruder, ich habe gecallt, woher du kommst. Ich habe ungefähr gecallt, was du schreibst. Und ich glaube, du hast dich das erste Mal, als du es geschrieben hast, verschrieben. Und das werde ich jetzt kurz live überprüfen. Du hast das nicht fertig schreiben können und musstest dann nochmal anfangen. Um 18.10 Uhr hast du es nicht geschafft. Du hast also 18.10 Uhr angefangen, diesen Text zu schreiben und hast ihn 19.03 Uhr fertig geschrieben. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Kampf gegen deine Leserechtschreibschwäche. Tja. Willkommen zurück.